Hey da, Leute! So, dann nehme ich euch doch gleich mal mit zu einer Partie 2 gegen 2 gegen echte Menschen. Wir haben wieder unseren Ossi mit den zwei großen Wummen. Und ich muss noch jede Menge üben. Jedoch, bisschen was kann ich. Und wir gucken mal, was. Wer kämpft denn mit uns mit? James Kill. Ich möchte erstmal Desperado nehmen. Desperado sorgt nämlich dafür, dass wenn wir E einsetzen, wir 12 Schuss Munition in unserer Waffe haben. Sprich, wir können viel mehr schießen. Ist extrem gut. Meine Strategie für diesen Kampf? Ich versuche so ein bisschen auf Entfernung zu bleiben. Zack. Bam. Erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Bam! Erwischt, 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 erwischt. Bam! Kann die wegballern? Kann die wegballern, wegballern, wegballern? Bam! 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 Einer weg! So. Jetzt haben wir ganz viel Schuss. Supporter, komm schon! Bam! Ja, Leute! Linetube hat es! MVP der Runde, Leute. Er hat's ausgecheckt. Er hat es ausgecheckt. Treffer durch Snipe reduzieren. Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf Damage gehen. Richtig geile Sache. Tolles Play. Ja, ihr habt mich schon richtig verstanden. Ein tolles Play. Ich versuche so gut wie möglich zu erklären, was ich tue. So. Bam! So, ausweichen, ausweichen und zack. Bam! Bisschen was hinterlassen, auf Abstand gehen und bam! Bam! Erwischt. Wieder Feuer, 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 Feuer. Und auf Abstand und Finisher. Eigentlich haben wir unseren Finisher, oder? Eigentlich. Okay, okay, okay. Feuer! Jawoll! Auch wieder ein gutes Match. Diesmal war James Key MVP der Woche. Ich meine der Runde. Okay, ein gutes Match, Bro. Wir gehen weiter auf Schaden. Lassen wir mal den Skill raushängen. Bam! Okay. Boah, da hätte ich aufpassen sollen jetzt. Da hätte ich aufpassen sollen. Okay, die könnten uns kriegen, die könnten uns kriegen. Wow. Oh, 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 oh. Scheiße. Gekontert. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Jetzt habe ich schlecht gespielt. Da hat er schlecht gespielt. Gut, nächste Runde. Wir können wieder so eine Rune auswählen. Öde Bewegungsgeschwindigkeit. Benutzen wir Slayer. Wir gehen komplett auf Schaden, Leute. Wenn wir es jetzt schon gemacht haben, wieso jetzt auch nicht beenden damit? Okay, ich habe nicht alle unsere Fähigkeiten benutzt im letzten Match.
Das werde ich jetzt wieder gut machen. Wir haben ja auch noch Stealth, das habe ich noch gar nicht benutzt. Das werde ich doch jetzt mal benutzen. Ba. Ja! Scheiße. Leute, ihr habt gesehen, wie knapp das war. Ich habe die weg-ultimated und die andere hatte nur noch ganz viel Leben, ganz wenig Leben. Boah, shit, war das knapp. Fast hätte ich es geschafft. Fast. Habe ich jetzt in der Runde überhaupt irgendwas gesagt? Okay. Projektile von explosiver Shell verursachen einen... Wenn explosive Shells ausgeführt erleiden... Nehmen wir das hier. Okay, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Unser Supportler sollte lieber in meiner Nähe sein. Das ist mir sonst alles zu riskant. Bah! Wohin habe ich denn das jetzt gefeuert? Da in die Fresse. Okay, Leute. Die müssen wir reinkriegen. Bam. Oh oh. Oh, jetzt hat sie mich mit dem Finisher erwischt. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt hängt's am Supportler. Komm schon, Mann. Bring's nach Hause. Nein, das wird zur nächsten. Boah, das war so spannend. Das war so spannend. Es hat so gut angefangen und dann haben wir dennoch verloren. Ihr seht, in dem Spiel ist wirklich alles möglich. Du kannst auch noch, egal wie sehr du nach hinten liegst, immer noch aufholen. Das finde ich cool. Gefällt mir. So, Schaden. Punkte. Nicht so viele Punkte wie mein Mitspieler. Egal. Egal, ich nehme auf jeden Fall noch auf eine Runde mit. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Deswegen spielen wir doch nochmal. Haben wir unseren Ziegenbock auch noch mit am Start? Ich war unaufmerksam im letzten Spiel, sonst hätten wir wirklich gewinnen können. Ich muss besser aufpassen. Ich muss besser aufpassen, was die anderen machen. Da ich jetzt noch am Anfang stehe, bin ich zum größten Teil mit mir selbst beschäftigt. Aber wir nehmen wieder Desperado, damit komme ich am besten klar. Jedoch, ich kenne noch nicht alle Spieler. Ich habe bisher nur zwei Charaktere ausprobiert. Das waren beides Fernkämpfer. Und ich kenne die ganzen Attacken von denen noch nicht so wirklich. Von daher, ich muss mich da reinfuchsen. Das machen wir aber gemeinsam, Leute. Von daher, verlasst euch drauf. Und ich muss noch neue Strategien entwickeln. Bam. So. Scheiße. Ja, erwischt. Ja, hat gerade mal nicht mehr den Finisher feuert. Oh Gott, war das knapp. Gut gemacht, Mann. Gut gemacht. Nimm. Oh, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen, ehrlich gesagt.
So wie der auf uns zugestürmt ist. Krass. Blast, Stundauer. Hier werden wir ziemlich oft fliehen müssen. Ich werde Space machen. Das ist unser Sprung. Dadurch, dass ich vor den Nahkämpfern doch sehr oft abhauen muss. Machen wir das also. Scheiße, der hat mich erwischt. Mist. Aber der andere Typ hier hat nicht mehr so viel. Komm schon, Ultimate. Boah. Jawoll. Komm schon, das schaffst du. Oh nee, der hat einfach zu viel Leben, der Typ. Da haben wir die ersten Runde verloren, aber ihr habt es im letzten Match gesehen, man kann immer wieder zurückkommen. Gungeon. Die Uplink-Zeit von Space wird verkürzt, also da werde ich sehr oft abhauen müssen und da kommt mir das sehr gelegen. Vor allem 2 Sekunden. Oh, nicht praktisch. 9 Sekunden, okay. So, wünsche mir Glück. Wir müssen das Ding machen. Diesmal gehe ich direkt rein. So, rein da, rein da. Ja! Leute, Leute! Erwischt. Bam. Erwischt. Ja! Puh. Das war spannend. Sehr gut. Gut, MVP der Runde. Jetzt habe ich es gerockt. Habt ihr gesehen? Ich bin ausgewichen und so. Also Positionierung ist in diesem Spiel so unfassbar wichtig. Agility, Bewegungsgeschwindigkeit, ihr habt's erfasst. That's our choice. So war das in Englisch. That's our choice. Ich bin gehypt. Ich bin so gehypt, wir müssen noch einmal gewinnen. Ich wünschte, ich könnte das mit einem Freund spielen. Wünschte es mir. Oh oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich einen Fehler gemacht. Zack! Da hat er mich erwischt, da hat er mich erwischt, da hat er mich erwischt. Bam! Erwischt, 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 erwischt. Bam! Scheiße, er hat mich erwischt. Leck mich am Arsch. Er hatte nur noch so wenig Leben. Und er jagt ihm immer noch hinterher. Komm schon. Zeig, was du kannst, Dude. Los, du hast irgendwelche Giftklingen. Das machst du schon. Und? Komm schon, komm schon. Oh. Okay. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Volle Konzentration. Ja, das möchte ich nehmen. Diesmal ist es Schaden. Das Gute ist, er wird dann am Ende der Salven gestunt und wir haben Chance, unsere Feuerschüsse drauf zu ballern.
Ist doch ganz gut. Oh oh, oh oh. Ich bin tot. Scheiße, sorry Mann, sorry. Okay. Er kann austeilen, er kann einstecken. Er ist einfach nicht aufzuhalten. Aber gegen zwei Stück? Das schaffen die nicht. Jetzt holen sie sich die ganzen Finisher. Jetzt steckt er in der Klemme. Tut mir leid, Bro. Ich habe leider versagt. Okay, das macht er wirklich gut. Reicht aus. Er darf halt nicht raus. Wenn du rausgehst, verlierst du Leben. Aber er riskiert's. Aber das war jetzt ziemlich dämlich. Oh, scheiße! Beide Partien verloren! Nein, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ihr habt gesehen, ich habe mich tapfer gewehrt. Wirklich tapfer. Sollte einfach nicht sein. Punktzahl. Ich habe wieder zu wenig Punkte. Was ist los? Kontrolle. Jetzt haben wir mehr Kontrolle gehabt. Das habe ich selbst noch nie so ganz ausgecheckt. Ich merke das schon. Merke das schon. Oh weh. Lassen wir das so auf uns sitzen? Ich glaube nicht, ne? Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir spielen direkt mal weiter. Level up. Oh, jetzt kriegen wir ganz viele Chips. Zahltag! Was können wir jetzt damit anfangen? Können wir uns jetzt ein Schloss kaufen? Nein? Player number of 22 games. Komm schon, Leute, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Bevor ich schlafen gehe, muss ich noch gewinnen. Ich habe auch noch einen anderen Charakter ausprobiert, das ist auch ein Fernkämpfer, das ist eher so ein kleinerer Pyromane. Der ist auch wirklich gut, mit dem bin ich sogar noch einen Tick besser. Den würde ich dann in einem anderen Video vorstellen. Aber bis dahin können wir uns mit Jade eigentlich ganz zufrieden geben. Mal hier diesen Dude massieren. Zack. Bam. So, Desperado, ihr wisst Bescheid. So, jetzt haben wir wieder so ein. So diese Echse. Groak oder so heißt der, oder? Groak? Der Char? Egal. Jedenfalls ist er ziemlich gut. Also wirklich, ich konnte sich gegen die zwei noch so ein bisschen behaupten. Fand ich echt nicht schlecht. Ich muss ihn noch ausprobieren. Ich habe so viele Charaktere einfach noch nicht ausprobiert. Von daher kann ich noch gar nicht viel dazu sagen. Bin gespannt, gegen was wir da überhaupt kämpfen. Und bam! Bam! So, wir stehlen uns davon. Und hauen direkt rein. Da! Ich will die noch killen. Ich bin tot. Gerade wollte ich meinen Finisher aktivieren. Oh, sie war fast tot. Sie war so fast tot. Da geht einem richtig der Herzschlag, Leute. Oh weh. Ich glaube, das geht weg, dass der öfter man spielt. Das sind wieder so zwei beschissene Fernkämpfer. Quatsch, Nahkämpfer. Von daher werde ich jetzt wieder auf Space machen, damit ich einfach so ein bisschen fliehen kann, wenn es darauf ankommt. So, jetzt diesmal kommen wir mal von unten.
Okay, das war dämlich. Das war sehr, sehr dämlich. Bam! Erwischt. Erwischt. Bam. Ja, erwischt. Tot. So, du Penner! Du bist sowas von... Kapeister, Junge! Das war jetzt ein gutes Spiel. Ich weiß, auf wen ich als erstes gehen muss. Auf diese Hammerbraut. Ich finde diese musikalische Untermalung, ja? Diese musikalische Untermalung auch ziemlich cool. Space brauchen wir ziemlich oft, um einfach an die Gegner ranzukommen. So. So, ich werde dieselbe Strategie fahren wie im letzten Spiel, nur diesmal soll das mit einem Sieg enden. Okay. Zack! Erwischt. Bam! Bam! Ich muss in den Stealth. Die schlagen mich zusammen! Bam! Oh, die haben mich erwischt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Kill ihn, kill ihn, kill ihn, Digga, kill ihn! Oh, jetzt haut er natürlich ab. Jetzt haut er ab. Er will aus dem Hinterhalt angreifen. Ich merk das schon. In der Zeit kann er die schon mal massieren und dann wird's ein Zweikampf. Guter Plan. So, die haben nicht mehr viel Leben. Ja, komm! Jawoll! Ey, MVP, Digga, MVP! Ich hab mich mehr verlieben. Hey, sieht gut aus. Ab ins Nichts, Junge, jawoll! Dieser Kroak-Typ ist echt nicht schlecht. Jawoll! We living in the jungle. Okay, Concentration Station. Wir erhöhen unsere Agility. Ich meine, die werden jetzt nicht schwächer. So, jetzt können wir uns schneller bewegen. Das heißt, ich kann mich besser in der Umgebung bewegen und mich auf ihre Angriffe einstellen. Und fliehen, wenn es drauf ankommt. Bam. Boah, ich komme da nicht weg. Ich muss noch was machen. Ich muss noch was machen. Nein. Jetzt kommt es wieder auf dich an, Dude. Ich habe sie geschwächt, soweit ich kann. Komm schon, Mann. Komm schon, du schaffst es. Ich glaube an dich. Der führt sich schon ziemlich vor. Nicht schlecht. Jetzt geht er wieder auf die Jagd, diese Echse. Doch, der hat ziemlich was drauf. Jetzt könnte es doch knapp werden. Wieso hat er so lange gewartet? Jawohl, er hat gewonnen. Also wenn die da mich umzingeln, ich muss meinen Sprung mir wirklich aufheben, wenn es drauf ankommt. Das ist ganz wichtig. Weil ich muss da wegkommen. Wirklich gut gemacht, Bro. Aber nicht vergessen, wer sie geschwächt hat. Das war ich. Gut war, wir haben wieder ein paar Punkte gesammelt. So, desto höher ich steige, desto stärker werden die Gegner. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür überhaupt bereit bin. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Wir verlassen die ganze Geschichte mit einem Sieg. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten bleibt dran. Es folgen weitere Folgen mit unserer guten Jade und anderen Charakteren. Bis dahin, auf Wiedersehen.